Anlässlich einer Jubiläumsfeier wies der Volkspfarrer auf die soziale Ungerechtigkeit bei der Höhe der Politikerbezüge im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst der Bevölkerung hin. Wortwörtlich sagte der Pfarrer: Es geht uns recht gut, aber es gibt Familien, die müssen mit 7.000 bis 8.000 Schilling leben. Und manche, wie die Landeshauptleute, bekommen 200.000 Schilling. Der dort anwesende Landeshauptmann Erwin Pröll ließ sich von der engagierten und mahnenden Rede des Volkspfarrers zu einer ungeheuerlichen Entgleisung vor der versammelten Festgemeinde hinreißen. Herr Pfarrer, ich hoffe zumindest, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Sie verdienen und einstreifen und was ich verdiene. Sie gehen wahrscheinlich nach der Feierstunde dann heim und legen Sie nieder. Wenn ich mir das anschaue, was wir zwei zu verantworten haben, dann ist auch ein Unterschied. Weil wenn bei mir was schief geht, dann muss ich das vor den Leuten verantworten. Wenn bei Ihnen was schief geht, dann reden Sie sich auf dem Herrgott aus. Ich möchte Ihnen gerne als 50-Jähriger, Ihnen als 77-Jährigen einen Rat mitgeben auf Ihrem weiteren Weg. Ich rate Ihnen als Pfarrer, mischen Sie sich bitte nicht in die Politik ein, damit wir uns einmal richtig verstehen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich Folgendes. Ich bin ein doppelter Akademiker und wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, würde ich irgendwann das sicher das Mehrfache verdienen und hätte dazu noch den Vorteil, dass man vor einem Pfarrer von der Predigt nicht anrotzen lassen müsste. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch, Herr Pfarrer, sollten wir wieder einmal bei der Messe wo zusammenkommen, dann lenken Sie es mit mir bitte nicht an und versauen Sie auf diese Art und Weise nicht eine Feierstunde, sonst müssten wir anderswo weiterreden. Damit das ein für alle Mal und Male klar ist, ich lasse mir als Landeshauptmann das auch von einem Pfarrer in einer Gemeinde nicht bieten. Verdient so ein Landeshauptmann das Vertrauen der Bevölkerung? Bilden Sie sich selbst ein Urteil vom Wahngesicht des Dr. Pröll.